Ja, herzlich willkommen zu meinem Bürgermeister-Video. Diese Woche sind die ersten Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen beschlossen und umgesetzt worden. Trotzdem ist das, glaube ich, eine Phase, in der wir uns gegenseitig Mut machen müssen, dass wir durchhalten müssen bei diesen Maßnahmen. Es gilt immer noch das Kontaktverbot. Wir müssen weiterhin konsequent sein, damit das, was wir uns jetzt erarbeitet haben, und die Zahlen sehen ja eigentlich ganz gut aus, dass wir das nicht wieder aufs Spiel setzen. Wir haben gerade, weil ja auch die politische Arbeit nicht stillsteht, eine Videoschalte mit den Fraktionsvorsitzenden und den Beigeordneten gehabt, der sogenannte Ältestenrat. Fast 3 Stunden haben wir elektronisch getagt. Und natürlich gibt es ganz viele Punkte, die die Parteien auch aus der Bevölkerung aufgreifen, Fragen, die sich jetzt stellen und die wir dann in einer wöchentlichen Telefonkonferenz, Videokonferenz inzwischen dann zusammentragen und versuchen, miteinander zu klären. Und das ist doch immer einiges, was da zusammenkommt. Ich bin sehr dankbar für diese Art der Zusammenarbeit, weil sich auch zeigt, dass wir in dieser Phase, ja, wenn auch tatsächlich mal eine Krise ist, die Parteien auch zusammenhalten, dass wir im Stadtrat zusammenhalten und hier gemeinsam jetzt die Fragen auf den Weg bringen. Da bin ich sehr beeindruckt und sehr dankbar. Ja, was sind so die Themen? Klar, diese Woche haben die Geschäfte wieder geöffnet. Das heißt, es gibt die ersten vorsichtigen Lockerungen. Wir haben auch das Bürgerbüro im Rathaus wieder geöffnet. Etwas eingeschränkte Öffnungszeiten, aber es ist geöffnet mit den entsprechenden Hygienemaßnahmen, Abständen. Und das funktioniert ganz gut. Also das, was in den Geschäften im Einzelhandel jetzt möglich ist, soll auch im Bürgerbüro möglich sein. Und ja, wir bitten natürlich auch alle darum, auch den Mundschutz, die Alltagsmaske, die ja ab Montag jetzt Pflicht sein soll, dann natürlich auch im Bürgerbüro und in der Stadtbücherei zu tragen. Die Stadtbücherei hat auch ab Dienstag wieder geöffnet, eine begrenzte Besucherzahl. 20 Personen dürfen da gleichzeitig rein, aber auch da von den Abläufen her haben wir das auf ein Hygienekonzept abgestimmt und das funktioniert ganz gut und ich bin da auch den Mitarbeitern sehr dankbar. Ich finde, das klappt toll in Bad Dürkheim, dass, wenn sich etwas verändert, dass wir auch schnell darauf reagieren und auch wirklich alle an einem Strang ziehen. Ich persönlich hoffe jetzt darauf, dass irgendwann auch die Friseure wieder öffnen. Da gibt es einen gewissen Bedarf, aber wir haben uns daran ja schon gewöhnt. Ja, ich will vielleicht ein paar Sachen erzählen, die wir im Ältestenrat besprochen haben. Wie gesagt, eine sehr lange Sitzung. Wir haben ausführlich über die Geschäfte, über die Öffnungen, auch über die Frage, wie jetzt die Gremien tagen können. Wir haben uns mit den Bürgermeistern heute Vormittag im Landkreis abgestimmt, dass wir wichtige Gremiensitzungen, weil es auch dringende Fragen zu beschließen sind, auch machen können. Da gibt es ausdrücklich eine Öffnung in der Corona-Verordnung für den Stadtrat in unserem Fall und die Ausschüsse und die Vorbereitung dafür. Wir wollen aber auch wirklich nur das stattfinden lassen, was tatsächlich sein muss. Da steht aber auch im Mai jetzt einige Sitzungen an, die notwendig sind. Ja, wir haben natürlich gesprochen über Veranstaltungen. Das bewegt im Moment jetzt viele. Wir wissen trotzdem nicht ganz genau, wie es weitergeht, weil im Grunde jetzt auf Sicht immer alle 14 Tage die nächsten Maßnahmen verkündet werden. Aber wir wissen, dass bis Ende August Großveranstaltungen abgesagt sind. Und ja, tatsächlich wäre es eher ein Wunder, wenn eine Großveranstaltung wie der Wurstmarkt tatsächlich stattfinden könnte. Wir haben jetzt aber heute auch ausführlich darüber gesprochen, dass im Grunde Weinfeste im Sommer natürlich auch relativ unwahrscheinlich sind. Also ich glaube, wir dürfen nicht damit rechnen, dass wir in diesem Sommer, vielleicht bis in den Herbst hinein, größere Veranstaltungen wie Weinfeste haben werden. Aber wir müssen uns andere Möglichkeiten, andere Formen ausdenken. Da ist schon viel Kreativität im Gange. Und ich hoffe, dass wir dann in den nächsten Wochen auch noch ein paar Ideen bekommen, was wir da machen können. Klar, das Thema Mundschutz ist nochmal wichtig, auch für die Parteien gewesen. In welcher Situation macht das Sinn? Wie ist das in der Verwaltung? Ja, diese Alltagsmasken helfen oder sind eben wichtig an der Stelle, wo ich kurz in ein Geschäft gehe, wo ich relativ kurz im ÖPNV unterwegs bin, um die anderen zu schützen, falls ich selbst infiziert sein sollte. Es macht eben an den Stellen keinen Sinn, wo die Menschen über längere Zeit diesen Mundschutz dann tragen würden, weil eben diese selbstgemachten, einfachen
Alltagsmasken dann auch sehr schnell feucht werden und dann das Gegenteil der Fall ist. Also man sollte schon darauf achten, dass das Situationen sind, in denen man sie relativ kurz trägt und hinterher dann eben auch säubert, entweder kocht oder wäscht oder eben anders desinfiziert. Natürlich sprechen wir darüber, wie wir in Bad Dürkheim diejenigen unterstützen können, die auch unter der Corona-Pandemie jetzt leiden. Wir haben über die Vereine gesprochen. Wir wollen die Dürkheimer Vereine dadurch unterstützen, dass wir ihnen jetzt etwas früher Geld geben. Wir haben ja relativ ausführliche Vereinsförderungen. Normalerweise wird im Juli eine Vorauszahlung gemacht. Da haben wir uns jetzt verabredet, dass wir das jetzt im Mai schon ausschütten, damit die Vereine, die tatsächlich denen tatsächlich Einnahmen wegbrechen, das auch ausgleichen können. Viele haben ja trotzdem die Mitgliedsbeiträge, aber es gibt eben auch Vereine, die da durch andere Fixkosten belastet sind. Natürlich ist es schwierig im Moment für die touristischen Betriebe, für Hotellerie, für auch für Ferienwohnungen, für die ganze Gastronomie. Und wir werden für die, auch für die Winzer, auch für andere Betriebe in Bad Dürkheim jetzt eine Initiative starten. Wir nennen es Zukunftspaket Tourismus und Wirtschaft. Und zwar wollen wir, was wir ohnehin in den nächsten Jahren vorhatten, eine gemeinsame Initiative starten, dass wir den Auftritt, den gemeinsamen, aber der vielen Betriebe im Internet und auf der städtischen Plattform noch mal stärken und dafür sorgen, dass wirklich viel mehr Menschen das sehen, das attraktiv ist und dann eben auch über unsere Internetseiten Angebote buchen, wie zum Beispiel jetzt der Online-Shop, den wir mit den Spitzenwinzern, das heißt mit den Dürkheimer Winzerbetrieben aufgemacht haben, aber eben auch die ganzen Buchungsmöglichkeiten, die für Hotels und andere Bereiche auf unserer Internetseite sind, dass da gute Fotos sind, dass das ein einheitliches Aussehen hat, dass wir aber auch mit Zertifizierungen arbeiten, die ja dann auch immer ein Qualitätsmerkmal sind. Da haben wir so verschiedene Maßnahmen vorgestellt und würden das nicht nur anbieten, den Dürkheimer Betrieben, sondern wir würden auch anbieten, dass wir uns darum kümmern und es auch im ersten Moment finanzieren, sodass das jetzt wirklich alle auch mitmachen, dann zum Beispiel auch die Fotos den Betrieben zur Verfügung gestellt werden, sodass da eine Win-Win-Situation entsteht. Und das ist jetzt eines von den großen Paketen, die wir in der nächsten Woche auf den Weg bringen wollen. Ja, es gab ganz viele Einzelfragen, auch was wird jetzt weiter geöffnet, wie geht es in den nächsten Wochen weiter, wie werden wir politisch arbeiten. Und natürlich müssen wir auch schauen, dass wir die Themen, die wir jetzt in den letzten Monaten angefangen haben, dass wir da auch den Faden wieder aufgreifen. Das ist an vielen Stellen nicht ganz einfach, weil natürlich uns das Pandemie-Thema schon auch beschäftigt. Aber die Dürkheimer Politik, die Dürkheimer Verwaltung ist aktiv, auch wenn das vielleicht manchmal nicht immer so zu sehen ist. Wir machen da sehr viel im Hintergrund und wir hoffen natürlich sehr, dass wir damit auch gemeinsam Erfolge haben und vor allem, dass wir gemeinsam es erreichen, dass jetzt Stück für Stück immer mehr Öffnungen kommen und dass wir diese Situation gemeinsam überwinden. Das wünsche ich uns, das wünsche ich Ihnen. Bleiben Sie gesund, machen Sie weiter mit und bis bald beim nächsten Video.